Ja, hey, willkommen, mein Name ist Dani Roll P und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Systeria. Warum ist diese Tür nicht offen? Wir haben den Turm angefangen zu erklimmen. Der Windprüfung, mein Gott, ist erlaubt. Und ja, wir sind hier in einer Sackgasse. Wir haben uns zu dem Zavet oder Zavaldo, irgendwie wird er so ausgesprochen, bekämpft. Er ist abgehauen, so ein Typ. Haben wir beeindruckt mit unseren Hirtenkräften und jetzt weiß ich nicht, was ich machen soll. Ah, ich glaube, ich weiß schon. Aber die Tür brauchen wir ja nicht mehr, ne? Ist ja nur ein Schatz. Jetzt muss ich ja durchkommen, ne? Weil jetzt hier ein Speicherpunkt wartet, ne? Wir gehen immer noch. Okay. Ich kann mich jetzt für verrückt halten, aber ich war schon wieder nicht, von wo ich da bin, da bin ich gekommen. Mein Gott, das ist schlimm. Gucken wir mal. So. Duff, 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 duff. Musik. Awesome. Duft, 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 duft. Ich tue gerade Headbangen. So, wo habe ich jetzt die Truhe geöffnet? Das hier können wir wieder schließen, ne? Ja, das. Ich glaube, da unten, da kann ich auch noch mal schließen dann. Ja, da war ja so eine Tür, die hat irgendwie nicht so was gebracht. Laboratoriet. Geh weg. So, da brauchen wir nicht mehr. Ja, war knapp. Na, ist da oben wieder was, wo wir nicht ran können. Ja, und das hier. Das könnten wir gebrauchen. Boah, darf ich nicht meine Nase kratzen? Das ist einfach nur eine Abkürzung, glaube ich. Aber hier waren noch mehrere Dinger. War, glaube ich, auch so ein Teleport-Ding. Da brauche ich auch nicht zum Beispiel. Die Tür hier. Kann ich die irgendwie zumachen? Nö. Da ist ein Speicherpunkt. Ich habe ihn gesehen. Ich habe ihn gesehen. Gehen wir mal runter. Ich möchte diese eine Tür mal schließen. Ich glaube, die war noch eine Etage tiefer, aber. Guck mal, aber diese eine Tür, die wir echt nicht gebrauchen konnten. Ich schließe erstmal alles, was ich nicht mehr brauche. Hier ist zum Beispiel nur eine Truhe, da brauche ich nicht. Das brauche ich. Also erstmal noch ein tiefer, ne? Ja, bevor ich jetzt hier irgendwann vergesse, mache ich das lieber jetzt. Boah. Du müsst mich doch nicht echt immer so weit hier verfolgen, oder? Na, was machst du? Da ist die falschen Türen.
Die soll zu bleiben, war schon richtig. Ja, du aber machst die hoffentlich zu. Ja, brauche ich nicht mehr. Dann gehen wir noch mal runter, da unten die Tür schließen, auch wenn das nichts mehr bringt, glaube ich. Machen wir halt von ganz unten, ja. Ja, diese Tür hier braucht ja nicht geöffnet werden, ne? Ich meine, hier ist nichts. Müssen wir noch weiter nach unten gehen, glaube ich. Diese wollen wir auch nicht mehr. Nee. Machen wir die auch zu, wenn das die richtige ist. Hab Schaden. Das ist eine Truhe, hallo. Hier war ich noch nicht. Ja, blöden Viecher, ne? Also muss ich die eine Truhe finden. Natürlich nicht sehen, ob da unten irgendwas ist. Ja, haben wir jetzt hier alles geschlossen und geöffnet, was nicht mehr brauchbar ist. Da geht es hier nach unten. Ja. Man muss nach unten gehen. Dass irgendwas geändert hat. Hey. Jetzt den ganzen Weg zurück. Egal. Wahrscheinlich komme ich jetzt nirgendwo hier durch, weil ich, obwohl ich habe alles nach oben gepackt, ne? So, irgendwas muss das doch gebracht haben. Oh Mann, echt? Da kannst du mal weggehen, damit ich mal kurz hier gucken kann. Boah, ich will mich ja nur hier umschauen. Lass mich doch mal in Ruhe. Danke. Na, super. Weiß nicht, ob das da unten was gebracht hat. Oder du schon wieder da? Na, ich gehe mal einfach weiter. Ich kann mich ja nicht umschauen, weil die andauernd hier Monster sind, die mich verfolgen. Ich würde mich mal gerne hier so das Layout angucken von den ganzen Sachen. Aber darf ich ja nicht, weil ich ja andere Monster im Rücken habe. Ja. Na gut. Hier oben ist alles erledigt, aber irgendwo habe ich noch eine Truhe gesehen. Wo war die? Hier. Hier ist nichts Wichtiges drin. Boah. Komm mal ausschließen. Jetzt nur wisst ihr, welche Truhe, welches Ding das war. Das zum Beispiel nicht. Da hinten das, ne? Ja, jetzt fängt der Rätselteil an. Woher soll ich ein bisschen das? Na. Wieder die falsche, Mann. Leute. Na gut, wenn irgendwie so ein Hinweis käme, wo ich weiß, welche zu welcher gehört, irgendwie. Da kam ich, glaube ich, ne? Da geht es ja aufwärts. Abwärts, von da kam ich.
Aber du gehst jetzt na, das öffnen. So, sehr gut. Wir schließen einfach alle Türen, die wir nicht mehr brauchen. Boah. Aber jetzt geht's weiter erstmal. So, jetzt haben wir alles geschlossen, was nicht mehr gebraucht wird. Vielleicht machen wir auch hier. Da brauchen wir nicht mehr. Schon weiter hier, ich glaube ja, ne. Was machst du? Wird schon richtig sein. Ja, nicht, weil hier nichts mit so einem Ding ist. Das war falsch, oder? Da war die Tür, ne? So, hier sind wir weitergekommen. So weit sind wir schon gekommen, glaube ich. Warte mal, da können wir jetzt durch, glaube ich. Hat er, kann man nicht gebrauchen. Ihr blöden Viecher, ne? Er geht mir so auf den Nerven, wisst ihr das eigentlich? Wir sind alle voll angeschlagen. Da brauchen wir nicht mehr. Oh. Das ist so eine Tür. Ich dachte, da kann man einfach. Ja, einfach weiter, Mann. Boah. Ist trotzdem nicht so schlimm wie das mit den Augen. Einfach weiter. Merken, ich glaube, das ist eine Truhe, ne? Können wir wieder schließen. Direkt danach. Ja, Apfelgummi.
So, schließen. Aua. Bin mit meinem Arm dagegen gekommen. Weil hat man so gehört, so. War hier schon wieder was, was man nicht gebrauchen kann. Da ist der Speicherpunkt. Ich hoffe, ich mache Fortschritte. Wie komme ich jetzt dahin? Da irgendwo. Oh, lass mich doch mal gucken hier. Ich glaube, ich muss hier irgendwie runter und dann. Oh, wird schon wieder so kompliziert, ne? Ich habe noch gesehen, irgendwie kann man hier noch hoch, glaube ich. Muss doch irgendwie nach oben kommen. Da kommt man wieder runter, ne? Ja. Yeah. Alles unten. Aha. Boah, sag mir, wir sind vor der Prüfung. Da habe ich ja was verpasst, hoffentlich nicht. Wie lange ich nicht mehr gespeichert habe, ne? So, nach der Aufnahme. Ja, aber diesmal kann ich nach der Aufnahme speichern. Upsala. Ja. Dann mach mal platt, wer auch immer jetzt auf uns wartet. お久しぶりでございます。同志ワーデル。久しいな、ライラよ。どうしてこの人が？もう数百年も前のことだ。エクセルと同じというわけか。俺たちはそんな話をしに来たわけじゃない。そうであろうとも。若き風の天族よ。デゼル。デゼルよ。この塔の存在そのものが試練。頂上へと至ったそなたらは それを乗り越えたということだな。あとは私の心次第ということになる。なんか含みあるね。入り口であった氷魔と生贄に関わることじゃないかな。うん。良い洞察だ。さあ、いただきの舞台へと行くがよい。見せてもらうぞ、若き同志。その腹からよ。 Sagt einfach hier Ton Gefolge. Oh, das erinnert mich ganz am Anfang, wo wir hier in den Ruinen waren. Und da ist Norman. Was hast du da gemacht? Leckle ist ja. Apott-Gegner. Einfach das hier. Na, gucken wir mal. Wenn wir Spitze erreichen können, ist es einfach. Aber ich bezweifle, dass es so einfach bleibt. Und dann haben wir schon gleich gewonnen. Weil ich an was für merkwürdigen Orten Kräuter wachsen, ne? So. Oh, das ist eine schöne Aussicht hier, ne? Na, warte mal da. Nix, ne? Warum?
in der Zeit wahrscheinlich runtergesprungen. Weil immer so geil, wie der ihn kaputt gehauen hat, einfach. Also Devil May Cry mäßig. Da hinten wartet er schon. So, wer? Wohl, lass mal das. Oh ne. なんで生贄になんてなろうとしてるの?もう私は死ぬしかないの。私は人を殺めた。家族を食い物にしていた男を。そのせいで私たち家族は見知らぬ人からも石を投げられ、罵られ。苦しむ結果となってしまった。家族の幸せを守りたかっただけなのに。伝承にのっとり、 Ich dachte, es schafft niemand anders außer ihr, den Turm zu erklimmen. こいつは誰かに認められたいだけだ。自分は悪くなかったと。何怒ってんの、デゼル。怒ってねえよ。今日魔の領域だ。Oh Mann. Der Typ läuft einfach wieder so. Macht einen auf Skywalker. Na super. オッケー。分かった。出番なしってわけね。お任せします、エドミさん。デゼル。しょんたがりが、なんで必死にしがみついてる。 Wollte ich ehrlich gesagt gerade auch sagen. したことが正しいのか分からない時ってあるよね。確かに一人じゃぐるぐるしちゃったりするし、けど生贄になるから罪を許してって言われても天族のみんなもどうしようもないんだ。私はせっかく守った家族を残しても何の意味もなくてもやっぱり生贄として身を投げたい。 偉そうに言ってるけど、俺も仲間によく抱え込むなって言われるんだ。家族がいるんだからさ、一緒に考えればきっといい方法あるよ。だがまだ終わってない。その通りだ。こいつをやっつけなきゃ。 Ich habe echt Nick Leo gesteuert. Na, du bist 61. Oh, Schwäche, Feuer. Sag mal, 9. Oh, da der Bestie. Aber war gar nicht. Also, dann schaffen wir. もっと来いよ。
Komm mal her. 600, ehrlich? Das ist alles. Oh, ich habe keine Tränke des Lebens, stimmt. Ja, der könnte schwierig werden. So. Ah, danke. Ne, nicht rufen nach Verstärkung, ey. Das ist ein billiger Trick jetzt. Und dann kommen natürlich diese Magier-Viecher, ey, Junge, echt. Weißt du, von allen Viechern, ne? Und bis dahin wirst du ja wohl wieder belebt werden. Muss den erledigen. Boah, echt? Mein Gott, das wird so nix. Bitte tu nicht die ganze Zeit Verstärkung rufen, das ist ganz schön billig. Denn ich bringe dich so in Dingen ein. Oh, Edna ist wieder da, leider gleich auch. So, jetzt komm du her. Bist du anfällig gegen... Nö. Aber auch nicht Dingens. Ja, Mikleo heilen. Ja, sehr gut. So, sehr gut. Alle waren am Leben, ne? Sehr gut. Gut angesetzt, er hat 2 Angriffe und alles war weg. さあ、もう大丈夫。立てる。あの、もしかしてあなたはどうしたの？スレイって言います。もしや神、天族の方々もそばにおられる。うん。ここにいるデゼルっていう風の天族があなたの命を救ってくれたんだ。余計なこと言うな。 本当にありがとうございます。デゼル様、本当にありがとうございます。私、これから堂々と生きたいって言います。私が、私自身をもっと信じます。超照れてるし。俺たち、まだここに用があるんだ。一人で下に降りられる。はい、大丈夫です。町には辺境巡視隊の方に連れて行ってもらいます。うん、それがいいよ。 Ich hoffe, nur Hirten schaffen es, den Turm zu erklimmen. Das verstehe ich schon wieder nicht. So, alle waren am Leben, ne? Ja. Na gut, dann komm mal her. Kizuna 風の秘力を得る資格は十分にある。心、絆だ。デザリー、気づいているだろう。その身に脈づいているものに、それは拒絶するものではない。現にお前は言葉なくとも仲間の声を感じ、自ら動いたではないか。 ごたくは済んだか、さっさとやれ。仲良くなるのに抵抗があるってわけ？なんで？異常にならなければなせないことだ。お前らはそれを気づいているはずだ。仲間のおかげで乗り越えられるものもあろう。この神殿へと至り、試練を乗り越え、
この祭壇に立っていることこそがその証。さあ、祈りを捧げるがよい。若き風の天族、若き同志よ、これからの童貞に何が訪れるか、いかなる可能性も想像しておくことだ。この旅路の果てに導き出した光を見失うことないようにな。はい。光。ではな、同志スレ。そなたの旅路に光あらんことを。ありがとう、ワーデルさん。どう？バッチリ？うん。なに？なんか、ありがとう。は？デゼルさん、無理をなさることはないのですよ。出番は終わったってことかしらね。もうここに用はない。行くぞ。Ja, wohin denn jetzt? Kommt denn jetzt? Heiki da jo. Simpai shite kurete arigato. 4 つの秘力は揃った。ヘルダルフに対抗できるのかな？それは。やってみなくちゃわからない。だろ？うん。つまり、そいつを探すと。手がかりなしよ。どこから手をつける？最初に会った場所からが鉄則だろうね。わかった。Oh, wir können da zurück? Okay. Sylphistia, Dialogstoff. Okay, aber erstmal will ich speichern. Ohne Unterbrechung. Dann müssen wir gehen ins westliche Kleben, wo Helda wartet. Bestandene Prüfungen, ja. Sehr geil. Gut, dann kann ich endlich mal speichern und den Part beenden. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Tales of Zestiria. So, hier drin ist er, ne? Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen. Und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.